Also vorbeugend kann man Folgendes machen, dass bei Frauen, die keinen Eisprung haben, zum Beispiel auf das Körpergewicht achtet, abnimmt, normales Körpergewicht einhält, es aber auch nicht zu gering werden lässt, dass man keinen exzessiven Sport betreibt. Unter exzessiven Sport meine ich natürlich jetzt Marathon, Triathlon, derartige Dinge. Das sollte man vermeiden. Wenn es darum geht, zu vermeiden, dass die Eileiter verkleben, gibt es eigentlich nur eine Sache, und zwar zu verhindern, dass eine Infektion entsteht. Und hier ist natürlich das Maß aller Dinge, Kondome zu verwenden. Also beim Verkehr letztendlich zu vermeiden, dass eine Infektion resultieren kann. Die Gebärmutter lässt sich eigentlich nicht beeinflussen. Die Entwicklung von Myomen, hier hilft nur eines, frühzeitig schwanger werden, weil die Gebärmutterveränderungen, wie bei Myomen zum Beispiel der Fall ist, zunehmend mit dem Alter mehr werden, also frühzeitig schwanger zu werden, ist eine der möglichen Lösungen. Beim Mann kann man auch nicht sehr viel präventiv oder vorbeugend machen. Sinnvoll ist sicherlich wenig zu rauchen. Und wie ich es schon angesprochen hatte, das Alter spielt eine wesentliche Rolle. Der Mensch ist geschaffen dafür, dass er im Prinzip schon in jungen Erwachsenenjahren schwanger wird, also nicht zu lange warten. Man hat bei freiwilligen Frauen, die schwanger werden wollten, das getestet. Also sie haben ein Tagebuch geführt, man hat mit Tests geschaut, wann der Eisprung stattfinden würde. Man hat dann auch aufgeschrieben, wann Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Und da hat man gesehen, dass es ein Zeitfenster von 6 Tagen bis zum Eisprung gibt, in dem das Paar Geschlechtsverkehr gehabt haben muss, um schwanger werden zu können. Was zum Schwangerwerden nicht mehr geeignet ist, wenn sie Geschlechtsverkehr nach dem Eisprung hatten. Also die Samenzellen müssen vor dem Eisprung da sein. Und es ist relativ unwichtig, wann in diesen 6 fruchtbaren Tagen der Geschlechtsverkehr stattfindet. Was aber wohl gezeigt wurde, ist, dass die Frequenz eine Rolle spielt. Mehr als einmal ist besser als nur einmal. Also eine wesentliche Maßnahme, um schwanger zu werden, ist natürlich, den Zyklus zu bestimmen, also den Eisprung genau zeitlich zu definieren, um zum richtigen Zeitpunkt Verkehr zu haben. Was man auch wissen muss, ist, dass biologischerweise nur jeder 4. Zyklus überhaupt zu einer Schwangerschaft führen kann. Das heißt, es braucht etwas Zeit. Wenn ich den Eisprung bestimmen möchte, was definitiv sinnvoll ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Körpertemperatur messen, damit lässt sich exakt bestimmen, wann der Eisprung war, und dann für die folgenden Monate vorausberechnen, wann wohl in etwa der Eisprung sein wird. Das ist eine gute Möglichkeit. Eine andere ist mit Hilfe von technischen Möglichkeiten, mit kleinen Computern, mit kleinen Hormontests, die man im Urin machen kann, den Eisprung exakt vorauszusagen. Auch das kann alleine zu Hause gemacht werden. Und wenn natürlich jetzt schon mal länger versucht hat, kann der Gynäkologe, der Frauenarzt auch mit dem Ultraschall und Blutwerten exakt voraussehen, wann denn der Eisprung kommt. Was weniger sinnvoll ist, was oft aber gemacht wird, aber praktisch weniger sinnvoll ist, ist aufgrund des Mittelschmerzes, also aufgrund des Schmerzes im Unterbauch, genau zu sagen, das ist mein Eisprung, weil das nämlich relativ ungenau ist. Also aufgrund des gefühlten Eisprungs zu sagen, hier ist mein Eisprung, ist sehr ungenau und weniger geeignet.